Wir sehen uns auf reitschuster.de. Ich möchte noch mal an die Grundwahrheit in der ganzen Sache erinnern. Moment, Moment, Moment. Ich dachte, für Wahrheiten sind die Religionen zuständig. Ja, erstaunlich, was Herr Seibert da sagte, aber das war noch nicht mal das Spannendste auf den letzten beiden Bundespressekonferenzen. Viel spannender war es, was die Regierung für ein Versteckspiel mit den Zahlen bei Tests und Krankheiten von Geimpften und Ungeimpften betreibt. Da traute ich teilweise meinen Ohren kaum. Ich muss offen gestehen, ich verstehe die Frage nicht. Also ich habe zwar eine Idee, was Herr Reitschuster meinen könnte. Es gibt ja auch noch eine Nachreichung, die ich an ihn heute rausschicken werde. Die liegt mir jetzt aktuell noch nicht vor. Also ich bin der Meinung, da hatten wir Herrn Reitschuster bezogen auf die Frage der Erfassung des Impfstatus Einweisung in Intensivstationen hatten wir ihm Informationen geliefert. Das wird, das hatte auch der Herr Professor Wieler hier am Mittwoch gesagt, erfasst. Ja, Sie sehen, es gibt gewisse Kommunikationsprobleme mit der Regierung und ich bin der Letzte, der da die Schuld nur bei einer Seite sieht. Vielleicht muss wirklich die eine oder andere Frage noch präziser formuliert werden. Aber dass die Antworten nicht kommen, das ist doch erstaunlich und das sehen Sie in der Langfassung meines Videos. Keine Angst, jetzt sage ich schon Langfassung, das ist nicht Stunden, wozu ich neige. Ich habe es in fast 10 Minuten diesmal geschafft. Das Einzige, was Sie machen müssen und es lohnt sich, drücken Sie unten auf die Links auf Rumble oder auf Odyssey. Es ist wirklich nicht schwer, Sie müssen dort gar nichts abonnieren. Wäre natürlich schön, wenn Sie es tun, aber einfach unten klicken und dann zeigen wir den Zensoren hier die gelbe Karte und lassen das nicht mit uns machen. Bis gleich auf Rumble und auf Odyssey. Vielen Dank, schauen Sie wieder rein. Ciao. Grundsätzlich vielleicht einfach mal zum Thema mit oder an Corona erkrankt. Was Herr Reitschuster vermutlich meint, sind sogenannte Nebendiagnosen. Zu der Zahl der Testverfahren finden Sie entsprechend umfangreiche Angaben im aktuellen wöchentlichen Lagebericht des RKI. Darüber hinaus kann ich Ihnen da keine weiteren Hinweise geben. Ja, nur blöd, ich finde Sie da nicht und ein befreundeter Chefarzt auch nicht. Aber wahrscheinlich sind wir zu dumm zum Suchen. Kollege Reitschuster fragt, gerichtet an das BMG und an Sie, Herr Seibert. Er bezieht sich auf RKI-Daten. Laut diesen Daten sind bei Menschen ab 60 Jahren in den Ja, und wenn ich mir das ansehe, wie Herr Seibert auf meine Fragen reagiert, dann mache ich mir ja fast schon ein schlechtes Gewissen, dass ihm das zu sehr auf die Nerven geht. Aber das ist nun mal leider meine Arbeit. Da muss man als Journalist auch mal nervig sein, wie sonst nur der Zahnarzt. Aber jetzt rüber auf Odyssee und Rampe. Danke, ciao. Also wir haben jetzt vor dem Hintergrund der aktuellen Lage eine Diskussion zu allen wesentlichen Punkten. Dazu gehört auch die Frage des Testkonzepts. Deutschland hat eine Bundesregierung. Gut, dass wir das jetzt wissen, aber jetzt bin ich wirklich weg. Ciao. Nächste Frage, der Reitschuster. Herr Jung, war das direkt dazu? Ja, dann machen wir da weiter. Beim Erdgas wissen Sie ja immer, wie die Erdgasreserve in Deutschland aussieht. Wie sieht es da mit der Magnesiumreserve in Deutschland aus? Haben Sie da Zahlen? Dann machen wir thematisch weiter und dann bin ich bei Herrn Jessen. Ja, das ist eine Frage ans Auswärtige Amt zum Thema Namibia. In den vergangenen Sitzungen danke ich zunächst Herrn Burger für den Hinweis, dass ich einen Namen, Herrn Rukoro, falsch zugeordnet hatte. Sie haben bei der Frage, die sich aufgetan hatte... Herr Jessen kann auch Sie direkt ans Mikro verstehen, dann versteht Sie sonst in der Übertragung nicht. Die Frage war ja gewesen, ob bei der Benennung des Vertreters von Stammesinteressen durch die namibische Regierung eigentlich Resolutionen der Vereinten Nationen, in denen das geregelt ist, berücksichtigt wurden. Da haben Sie heute nachgelegt und gesagt, ja, die Bundesregierung kennt den Bericht des Sonderbeauftragten der Vereinten Nationen aus dem Juni dieses Jahres. Ich hatte mich allerdings bezogen auf ein anderes Dokument. Das ist die UN-Resolution über die Rechte der indigenen Völker aus dem Jahr 2007, der Deutschland zugestimmt hat.
Und da steht drin, dass indigene Völker im Artikel 18, indigene Völker haben das Recht an Entscheidungsprozessen in Angelegenheiten, die ihre Rechte berühren können, durch von ihnen selbst gemäß ihrer eigenen Verfahren gewählte Vertreter mitzuwirken. Das ist ja bei der Benennung von Vertretern durch die namibische Regierung nicht der Fall gewesen. Es gab hier keine Vertreter der Stammesinteressen der Nama und Herero, die nominiert worden wären, entsprechend dieser Konvention der Vereinten Nationen, die Deutschland unterstützt hat. Das ist der etwas komplizierte Sachverhalt. Die Frage ist also, was wird Deutschland tun, um den Kriterien des von Deutschland mit beschlossenen Regelwerks zur Durchsetzung zu verhelfen? Das heißt also, dass die Stammesorganisationen selbst entscheiden können, wer ihre Interessen vertritt. Also ich muss Ihnen zu diesem in der Tat ja recht komplexen Sachverhalt eine fundierte Einschätzung nachliefern.